Moin, es ist wieder soweit. Wir haben es Donnerstag, den 21. September um Fokus. Na, kommt kein Fokus. Um 0:20 Uhr. Mein Wecker klingelt in genau 4 Stunden. Und es geht wieder auf Reisen. Ich bin aber momentan wirklich spät dran, also ich muss definitiv. Also ich bin gerade erst am Packen. Ja, mal gucken, ob all das, was ich hier hingelegt habe, in den Koffer passt. Weil ist ein bisschen viel. Wir sind, oder ich bin 11 Tage unterwegs. Dieses Mal geht's nicht nach Amerika, leider. Aber dieses Mal geht's über von meinem Arbeit. Fokus, wo bist du hin? Moin. Dieses Mal geht's von meinem Arbeitgeber aus weg. Zu einer Bildungsreise. Für alle, die es nicht wissen, ich bin beim Deutschen Roten Kreuz angestellt. Und da machen wir so eine Rundfahrt über mit Deutschland gesehen 5 Länder. Ja, 5 Länder, ich glaube, müssten 5 Länder sein. In 11 Tagen, und da werden wir ein bisschen was erleben, ein bisschen Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes erlernen und mitnehmen. Und da geht es dann eben hin und dann auch nach Italien, Österreich und so. Und ja, da packe ich jetzt für. Und ich hatte auf Instagram eine Abfrage gemacht, die blende ich jetzt hier mal ein. Ihr wollt euch das antun? Pff, mir ist es egal, also mache ich den Scheiß. Und ja, dann packe ich jetzt mal schnell, hoffe, dass ich dann noch 2 Stunden Schlaf kriege, bevor wir dann morgen früh oder nachher eben losfahren. Und dann mal gucken, wie es wird. Ich vermute, ich werde so immer 2 Tage in einen Vlog packen. Kommt immer ganz drauf an, wo ich was filmen kann und so, weil da sind auch andere aus meinem Unternehmen dabei, und da weiß ich nicht, wie das ist, wenn man mit Kamera rumläuft und so. Das werde ich alles erst herausfinden. Und naja, fangen wir erstmal an zu packen. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep and now Wir haben es jetzt mittlerweile 5:16 Uhr. 5:30 Uhr wollten wir los. Ich habe fertig gepackt. Rucksack und Koffer. Und ja, bin jetzt, denke mal, startbereit, halt noch ein Auto verladen, und dann kann es losgehen, und dann mal gucken, wann, wo und wie ich mich denn wieder melden werde. Damit Grüße aus Leipzig. Hier ist unser erster Mini-Zwischenstopp. Wir holen jetzt die letzten Arbeitskollegen, nennen wir so mal, ab. Und danach geht es dann heute nach Nürnberg. Wir haben jetzt hier am Hauptbahnhof erstmal Rast gemacht und warten, bis sie da sind, weil alle sind wohl noch nicht da. Und ja, mehr kann ich eigentlich erstmal dazu nicht sagen, außer dass wir in Leipzig angekommen sind. Wir haben es aber mittlerweile auch schon 11:12 Uhr, und um 16 Uhr wollen wir in Nürnberg sein, weil um wann gibt es Abendbrot in Nürnberg? 17 Uhr ist im Museum, danach gibt es Abendbrot. Weil wir um 17 Uhr einen Anschlusstermin in Nürnberg haben und danach eben essen gehen. Von daher mal gucken. Ja, was kann man sagen? Leipzig. Sonne scheint, gehen die gerade um so einen Teich rum. Und Lamborghini hat uns auch schon begrüßt, fand ich lustig. Aber ich habe es nicht geschafft, den zu filmen, also von daher, ja, gibt keine coole Action. Und ich glaube, dass ich das nächste Mal erst wieder die Kamera raushole, wenn wir in Nürnberg sind heute Nachmittag. Weil ich glaube nicht, dass irgendwas Spannendes dazwischen passiert. Deswegen glaube ich auch, dass ich 1, 2 Tage mal in ein Video packe, weil nicht viel Spannendes passieren wird, wenn man die Kamera rausholen kann. Aber mal sehen. Und damit sehen wir uns dann das nächste Mal in Nürnberg, höchstwahrscheinlich. Wir sind mittlerweile in Nürnberg angekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich die ganze Busfahrt verpennt, und damit habe ich auch keine weitere Dingens oder also keine weitere Timelapse oder so gemacht. Aber wir sind im Hotel angekommen. Ist relativ altbacken gehalten, aber ist ja auch nur für eine Nacht. Und ich wollte mal noch eine kurze Roomtour geben, wie auch schon beim letzten Mal in Berlin. Und zwar haben wir hier die Eingangstür, der Eingangsbereich. Hier haben wir einen freshen Spiegel. Und dann haben wir hier ein, wie ich finde, hässliches Bad, komplett gefliest. Aber wir haben eine Wanne,
Noch ein Spiegel, reicht. Alles, was man erstmal braucht. Wir haben auch eins der größeren Zimmer gekriegt, weil es so eine Art kleine Mini-Suite ist. Dann sind wir hier jetzt im großen Wohn-Schlafbereich. Einmal Bett, Couch, Sessel, Fernseher und das war's. Wir haben die View auf die Straße. Wir sind hier im Norden von Nürnberg, ja moin. Und ja, ich habe auch schon Fire TV angeschlossen, all die, weil heute Nacht um 2 Uhr Football ist, was ich mir nicht verpassen möchte. Und wir sind hier im 4-Sterne-Hotel Kristall. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Aber ja, mal gucken. Der weitere Ablaufplan ist, in einer halben Stunde treffen wir uns. Dann gehen wir in ein... Wo gehen wir hin, weißt du denn? In ein DRK-Museum. Weißt du auch, was für spezifisch ist? Sprachenlernen, Babbel. Nur DRK-Museum. Da sind Sachen. DRK-Museum, ja. Da gehen wir in, weil es eine Bildungsreise ist, wie gesagt, über das Unternehmen, für das ich arbeite. Da gehen wir in ein DRK-Museum, gucken, was da passiert und danach gehen wir dann essen. Mal gucken, wie viel ich die Kamera mitnehme. Aber für die hast du gut in Nürnberg angekommen. Hässliches Hotel, aber großes Hotel. Also man kann nicht meckern, aber nicht mein Stil, sagen wir mal so rum. Und ja, dann sehen wir nachher mal weiter. Ich glaube, in einem Museum filmt man nicht, da werde ich auch nicht filmen. Aber vielleicht kurz beim Abendessen oder so. Muss ich gucken. Mittlerweile ist es kurz vor 16:30 Uhr. Wir treffen uns gleich alle. Ja, geht jetzt los. Hier ist einmal... Ich wechsle jetzt aufs Handykamera, muss ich die große Kamera nicht mitchecken. Outfit-Check, Basecap, Palm Angels, T-Shirt, Fear of God Hose und die guten Dunks von Nike. Und eine Supreme Umhängetasche, wo das Wichtigste drin ist. Portemonnaie und alles. Und ja, das war also, wir haben, wie gesagt, so eine Art Speed-Dienst. Wir sind in einem extra Bereich von dem Hotel, wo hier auf jeder Etage, einmal Kamera drehen, wo hier auf jeder Etage nur zwei Räume sind. Und dann geht's hier so die Treppe runter. Und hier ist dann der Empfang und alles. Jetzt gehen wir ein bisschen durch Nürnberg und dann zum Museum und dann mal gucken, was ich noch so filme. Also wir waren jetzt im Museum und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Hört auf zu lachen. Ich bin positiv überrascht. Da waren ein, zwei spannende Sachen, aber ich gebe mal einen wilden Funfact. Der erste Krankenwagen wurde 1918. Hier in Nürnberg stationiert und Elvis Presley wurde 1959 am 16.01. hier Blut abgenommen. Er war hier für 2 Jahre lang stationiert und er hat hier Blut für Deutsche Rote Kreuze gespendet. Das sind so 2 wilde Funfacts, die man mal mitnehmen kann. Und jetzt gehen wir zum Essen oder ins Restaurant, um endlich Abendbrot zu essen. Momentan ist es doch schon relativ spät, 19:10 Uhr. Ich meine, wir sind seit 5:30 heute Morgen auf den Beinen oder unterwegs. Um 4 Uhr aufgestanden. So langsam hat man auch mal Hunger. Und da gehen wir jetzt hin und dann mal gucken, was heute noch so in Nürnberg passiert. Oder wie auch. Cola hat sie ja jetzt. Was ist los? Ein Sauerbraten. Wunderbar. Ja, das war's mit dem Essen. Ich hatte, wie ich glaube, eingeblendet hatte, Schäufele. An sich. Eine gute Portion, kann man von satt werden oder man wird definitiv von satt, aber mir hat es nicht geschmeckt, deswegen gehe ich jetzt mehr oder weniger hungrig ins Bett, weil Fleisch war nicht so meins und irgendwas hat mich gestört, keine Ahnung warum. Aber sonst war ein netter Abend, wir haben jetzt mittlerweile auch schon kurz nach 22 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück ins Hotel. Dort werde ich dann höchstwahrscheinlich das Video schneiden und dann um 2 Uhr eben Football gucken und ja, ich würde einfach mal sagen, dass es höchstwahrscheinlich damit das Video für heute für das Video war. Dann sehen wir uns vermutlich morgen oder übermorgen wieder. Ciao, ciao.